Hello folks, today I'm going to read you something from Heinz Erhardt, quite a popular German writer, and this story poem-ish thing is called Rechtschreibung. Delfine schwimmen schnell und leicht. Man schreibt sie mit PH, ich weiß. Doch schreibt man ja auch Telefon und das bereits seit langem schon. Sie schwimmen, wie gesagt, mit F. Sie schwimmen vorn, ihr alter Chef. Wir schreiben schließlich auch Schöpfer. Sie schwimmen also durch das Meer. Was heißt durchs Meer? Sogar durch Meere. Und manche altgediente Meere wie überhaupt so manches Pferd mit V wäre es total verkehrt. Glaubt, es sei schnell wie ein Delfin. Das zweite E ist schlecht für ihn. Orthographie, das sieht man hier, ist nicht ganz leicht für Mensch und Tier. Delfine schwimmen schnell und leicht. Man schreibt sie mit PH, ich weiß. Doch schreibt man ja auch Telefon und das bereits seit langem schon. Sie schwimmen, wie gesagt, mit F. Sie schwimmen vorn, ihr alter Chef. Wir schreiben schließlich auch Schöpfer. Sie schwimmen also durch das Meer. Was heißt durchs Meer? Sogar durch Meere und manche altgediente Meere, wie überhaupt so manches Pferd mit V wäre es total verkehrt, glaubt, es sei schnell wie ein Delfin. Das zweite E ist schlecht für ihn. Orthographie, das sieht man hier, ist nicht ganz leicht für Mensch und Tier. I love it. I hope you enjoyed it too and got the gist of it. Bye!